So, liebe Webinar-Teilnehmer, recht herzlichen Dank, dass ihr heute Abend zum Webinar gekommen seid. Und ich begrüße euch ganz herzlichst. Wir haben heute ein spannendes Thema: Bitcoin Mining mit Bitbooster. Das Thema hat inzwischen so viele Wellen geschlagen, so nenne ich es einfach mal, dass es täglich neue Mitstreiter gibt. Und wir wollen heute etwas Licht ins Dunkle bringen, so nenne ich es einfach mal. Okay, der erfolgreiche Weg von Bitcoin, das ist die Überschrift, auch dazu im Weiteren mehr. Ja, der ein oder andere ist vielleicht neu in meinem Webinar. Mein Name ist Siegfried Schröder. Die meisten kennen mich. Ich mache ja schon seit vielen, vielen Jahren Webinare. Und ich bin ja doch schon mehr als 20 Jahre im Trading- und Internetbereich tätig. So, und ich bin in mehreren Projekten, aber das hat einen gewissen Hintergrund. Meine Interessen liegen halt in Projekten mit seriösem Hintergrund. Das heißt, die in der Kryptoszene allgemeingültig sind. So, und das ist das Thema Staking, Arbitrage-Trading und Mining. Wir wollen uns heute hier über Mining, Bitcoin Mining mit BitHarvest unterhalten. Vorher muss ich aber den Disclaimer verlesen. Keine Angst, ich verlese nicht alles, aber ich weise darauf hin, dass es keine Finanz-, Handels-, Anlage-, Rechts- oder sonstige Beratung ist. Und das, was wir hier darstellen, das sind unsere Informationen, die wir zusammengestellt haben. Und was mich betrifft und mit Sicherheit auch den Nico, wir sprechen über das, was wir selbst machen. Also nicht irgendwelche Folien, die wir da bereitgestellt bekommen, sondern das sind unsere persönlichen Erfahrungen und über das sprechen wir hier im Webinar. Alles andere, denke ich, das kann jeder selbst lesen und damit bin ich auch am Ende dieser Einführung. So, jetzt übergebe ich dann das Wort. Den Nico, habe ich kennengelernt, als ich vor einiger Zeit in Dubai war. Und ja, in Dubai hatten wir viele, viele Gespräche, ich sag mal zum Hauptthema, ja, aber wir hatten auch viele Nebengespräche. Und da hat sich das einfach herausgestellt, dass wir beide hier dieses Webinar gemeinsam machen. Und dafür danke ich auch den Nico ganz herzlich. So, Nico, du kannst starten, du kannst loslegen. Ich übergebe dir dann das Wort. Okay, danke für die Einführung, Sigi. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin 46 Jahre jung, lebe in Dubai und bin seit 5 Jahren im Crypto-Space unterwegs, weil mich die Blockchain-Technologie, die Welt wirklich extrem verändern wird, einfach fasziniert, weil halt dadurch sich auch sehr viele Möglichkeiten ergeben, wenn man gutes Research macht und immer gute Projekte findet. Und dort sich ein bisschen im Bereich der Diversifikation ein paar Mark investiert, kann es dazu führen, dass man finanziell frei und unabhängig wird. Und das ist das, was mich von allen am meisten interessiert hat. Und dieser Space ist einfach mal riesengroß. Deswegen ist es halt auch die Schwierigkeit, die guten Projekte herauszufiltern, weil sehr viele Projekte sind halt nicht darauf ausgelegt, dem Investor Freude zu bringen, sondern nur den Initiatoren. So, und das heißt, es sind sehr viele Scam-Projekte am Markt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sich mit vielen guten Leuten austauscht, genug Research macht und dann für sich selber eine Entscheidung trifft, okay, möchte ich investieren oder nicht. Und das ist halt eigentlich die große Herausforderung, weil halt, wie gesagt, wie soll ich sagen, die Risikobereitschaften auch unterschiedlich sind, ne? Und das muss man natürlich dann wieder individuell anpassen. Und ja, heute geht es halt, wie gesagt, um ein Projekt, was ich sag mal, meine Aufmerksamkeit erregt hat, weil ich das, wie soll ich sagen, Bitcoin interessant finde. Es ist nicht das Projekt, wo ich sage, der Bitcoin hat das meiste Potenzial im Bullrun nach oben, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass der Bitcoin die erste wirklich dezentrale Kryptowährung ist und damit nennt man ihn ja auch den King of Crypto. Und Bitcoin ist ja mittlerweile extrem Mainstream geworden durch verschiedene, Käufe von Bitcoin, von Institutionellen, von BlackRock, von verschiedenen ETFs, die gelauncht worden sind. Also das öffentliche Interesse ist immer größer geworden. Und
Ja, ein paar Bitcoins an der Seitenlinie zu haben von denjenigen, die am Anfang über Bitcoin gelacht haben, kaufe es jetzt praktisch selber ein. So, und das hat ja dazu geführt, dass ich mich auch extrem damit auseinandergesetzt habe. Und es gibt halt mehrere Möglichkeiten, Bitcoin zu besitzen. Das heißt, man kann es einfach kaufen und halten und muss dann aber überlegen, wann kaufe ich es, wann tue ich es verkaufen, mit welchen ja, Gewinnabsichten, in welcher Wallet halte ich das, etc. Oder noch eine Stufe krasser, wenn man im Trading-Bereich tätig ist. Das heißt, ja, permanent kaufen, verkaufen, relativ schwierig, weil die große Masse zu emotional ist und mit dem Trading definitiv kein Geld verdient. Und dann gibt es halt noch eine Alternative, wie jeder kennt das Bitcoin Mining, aber daran kann man sich normalerweise nicht beteiligen. Wenn man selber Bitcoin Miner ist, dann braucht man sehr viel technisches Verständnis, sehr viel Eigenkapital. Man braucht ja, günstige Strompreise, um das alles profitabel halten zu können. Aber jetzt gibt es halt durch die Firma BitHarvest eine Möglichkeit, am Bitcoin Mining, an dem Prozess der Ertragsgewinnung teilzuhaben. So, und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, extrem interessant. Und deswegen spreche ich darüber einfach nur als Erfahrungsteiler. Ich bin kein Vertriebler, ich mache keinen Vertrieb. Und ja, deswegen ist das für mich so faszinierend, weil ich sage, all das, was ich für mich selber raussuche und für mich gut befinde, teile ich eigentlich nur mit meinen Freunden und meiner Familie. Und das ist eines der Projekte, wo ich denke, okay, das hat ein gewisses Potenzial. So, und deswegen würde ich Siki bitten, weil wie gesagt, ich bin da nicht der Zoom-Profi. Mach einfach mal bitte die nächste Folie. Ja, das ist die Firma BitHarvest, um die es geht. Die sitzt in Malaysia, in Kuala Lumpur, mit ihrem Head Office. Und ja, dann geht es eigentlich schon zur nächsten Folie. Ist relativ kurz gehalten. Hier, diese Firma besitzt eine MSB-Lizenz. Dadurch, dass sie im Finanzsektor tätig ist, das heißt ein Gelddienstleistungsunternehmen ist, benötigt man das als Voraussetzung, um das zu machen oder machen zu können, was die Firma macht. Und was sie macht, ist das Projekt Bitbooster, ist das allererste von mehreren Produkten, was kommen soll. Aber das ist das erste, was jetzt hier gelauncht wurde und was halt so ein öffentliches Interesse erregt hat. Deswegen mach mal bitte die nächste Folie, damit die Leute sehen, was es ist. Das ist der besagte Bitbooster. Das sieht aus wie ein USB-Stick. Ich sage mal, das ist ein Hightech-USB-Stick. Das soll quantengestützte KI-Software-Technologie beinhalten, die das Bitcoin-Mining zwischen 100 und 300% effizienter macht für die Miner. Das heißt, das ist praktisch nur eine Softwareoptimierung für das Mining. Warum ist das so? Die minen oder erhöhen die Hash-Power für das Bitcoin-Mining auf 70 Terahash pro Sekunde, was extrem ist. Weil wer sich damit ein kleines bisschen auseinandergesetzt hat, weiß, dass es normalerweise nicht in so einer hohen Terahash-Bereich Bitcoin gemintet wird. Und deswegen ist das Produkt halt auch zu einem sehr interessanten Zeitpunkt gekommen, wo jetzt gerade das Bitcoin-Halving stattgefunden hat, sind halt die Rewards nur noch die Hälfte, aber die Stromkosten etc. ist alles gleich geblieben. Das heißt, wenn man jetzt damit kommt und sagt, man kann ein Produkt anbieten, was die Rechenleistung so erhöht, dass die Blöcke ja praktisch gerechnet werden müssen, um die Lösung zu finden, um mit Bitcoin die Rewards zu erhalten. Wenn man das optimieren kann und schneller diese Rechenaufgaben löst und halt die Satoshis als Belohnung bekommt, dann ist das natürlich im richtigen Zeitpunkt gekommen. Und jetzt ist es halt so, dass die Firma es auf dem Vertriebsweg im Bereich des Affiliate-Network Marketing angeboten hat, es an den Markt zu bringen. So, finde ich interessant, weil halt auch so der Kunde an verschiedenen Optimierungsprozessen partizipieren kann. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie partizipiert ein Kunde da dran? Wie funktioniert das überhaupt alles? Das ist im nächsten Bild zu sehen. Da seht man den in Kuala Lumpur, den Surferraum. Und in diesen Surferraum werden die Bitbooster angeschlossen. So, das heißt, dort wird die Hash-Power, die 70 Terahash, über die Cloud, also praktisch über das Internet, den entsprechenden Kunden zur Verfügung gestellt. Und wie das dann live aussieht, sieht man im folgenden Video. Da waren zwei Freunde und was auch Geschäftspartner von uns sind, mal vor Ort und haben sich das live angeschaut, um zu sehen, wie ist es überhaupt dort im Büro, wie ist das Bauchgefühl, wie funktioniert das mit der Technik, weil wenn man so einen Bitbooster kauft, wird der von der Firma komplett gewartet und betreut. Das heißt,
er bleibt vor Ort ständig im Besitz der Firma. Das heißt, der Kunde hat einmal dieses Device gekauft und muss nichts weiter machen, außer kann jeden Tag, kann jede Woche oder am Ende des Monats, je nachdem, besprechen wir nachher mal, was vielleicht das Sinnvollste ist, seine Rewards, die er in Bitcoin generiert hat, auf seine eigene Wallet transferieren. So, und das, wenn man dieses Produkt, diesen Bitbooster gekauft hat, bekommt man eine Seriennummer zugewiesen und diese Seriennummer, die konnte man ausfindig machen und das heißt, das seht ihr im nächsten Video, wo der Mario einfach mal nach Malaysia geflogen ist und hat sich sein Bitbooster zeigen lassen, um zu sagen, okay, wie sieht denn das aus, wenn der Bitbooster einfach mal rausgenommen wird aus der Serverabteilung? So, und das Video sehen wir uns jetzt an. Da würde ich dich mal kurz darum bitten, das abzuspielen, damit die Leute sehen, wovon ich hier die ganze Zeit spreche. Ja, Nico, da habe ich im Vorfeld, das geht leider nicht mit, habe ich schon mehrfach probiert, geht leider nicht, du musst es bitte erklären. Okay. Okay, dann erkläre ich es. Okay, dann geh Ja. nochmal zurück Ja. im Bild von dem Serverraum. Da erkläre ich kurz, was dort geschehen ist. Das heißt, wenn man so einen Bitbooster, so ein Device käuflich erwirbt für 1000 USDT, dann, wie schon gesagt, übernimmt die Firma alles Weitere. Das heißt, wir tun den einmal praktisch durch den Kauf aktivieren im Backoffice und dann läuft der in dieser Serverform. So, und man bekommt natürlich auch eine Seriennummer zu diesem Device und der Mario ist hingeflogen und hat sich sein Device zeigen lassen und da haben sie vor seinen Augen dort das Device einfach mal aus dem Serverraum ausgeplagt und gleichzeitig ist in seinem Backoffice, hat er sein Handy dabei gehabt, wo die ganze Zeit die Terahash-Power-Anzeige gelaufen ist, ist dann dieses Device von, es ist aktiv in inaktiv umgesprungen. In der Sekunde, wo der vor Ort Ansässige von Bitharvest das rausgeplagt hat und wo er es so wieder eingeplagt hat, ja, ist das Ding wieder angesprungen und ja, hat weiter die Terahash Leistung zur Verfügung gestellt, um die Bitcoin-Mining-Prozesse zu optimieren. Das heißt, das hat live 1:1 funktioniert und das war für uns natürlich auch wichtig, sich das mal live anzuschauen und nicht bloß von irgendwelchen Internetvideos, von irgendwelchen Sachen, die halt auch gefaked sein können, wie auch immer, war das halt für das Bauchgefühl, okay, man geht mal vor Ort und schaut sich das selber an. Ja, und das war das Video, was jetzt hier eigentlich live vorgespielt werden sollte. War jetzt noch nicht möglich aufgrund technische Herausforderungen, wie auch immer, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Jetzt ist die Frage, wenn man sich für so ein Device entscheidet, mach mal die nächste Folie. Okay, hier ist es mit einem Bitcoin dargestellt. Was ist der Unterschied, wenn man einen Bitcoin kauft oder zum Beispiel den Wert eines Bitcoins in Bitbooster steckt? Hier ist das relativ mit großen Zahlen gemacht, vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen. Ich versuche es mal einfacher runterzubrechen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Bitcoin ist für mich eine interessante Diversifizierung als Anlageklasse, dann könnte der sagen, okay, ich überweise jetzt 1000 USDT zu Binance, kaufe mir für 1000 Dollar anteilig Bitcoin, das heißt, ich werde ein paar Satoshis bekommen da dafür und dann könnte ich die mir auf die Trust Wallet schicken oder auf den Ledger oder Exodus Wallet, was auch immer, auf alle Fälle auf eine eigene Wallet, in der Eigenverwaltung bin. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, mal die nächsten 6 Jahre in der Historie sieht man, Bitcoin ist alle 4 Jahre extrem angestiegen und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, nichts ist sicher im Leben, aber dass es die nächsten 6 Jahre auch weiter steigen wird. Wenn man von Leuten ausgeht wie Cathie Woods von ARK Invest oder alle kennen Michael Saylor von MicroStrategy, die reden von Bitcoin-Preisen im Jahr 2030 von 1,5 Millionen. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Lassen wir mal vielleicht bloß zu 600.000 gehen. Aber das möchte ich erst im zweiten Schritt sagen. Der Unterschied, warum es wahrscheinlich mehr Sinn macht, einen Bitbooster zu kaufen für 1000 Dollar, als wie für 1000 Dollar einfach sich Bitcoin auf die Wallet zu legen, ist folgender. Wenn ich für 1000 Dollar ein Device kaufe, das heißt Bitcoin Booster, generiert mir dieser Bitcoin-Erträge, das heißt anteilige Satoshis, im Bereich von 5 Dollar. Seitdem ich das mache, sind das mal 4 Dollar, 5 Dollar, 6 Dollar, 7 Dollar. Deswegen nehme ich einfach mal als Durchschnittswert 5 Dollar in Satoshis jeden Tag. So, und das heißt, die könnte ich jeden Tag in meine Wallet transferieren. Haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert. Und das war natürlich für uns auch wichtig, bevor man hier irgendwo weitermacht. So, der Punkt ist, wenn ich 5 Dollar am Tag in Satoshis bekomme, sind das in 30 Tagen 30 mal 5 Dollar, 150 Dollar. Auf ein Investment von 1000 Dollar, wo ich 150 Dollar im Monat im Durchschnitt raus habe, sind das 15%.
Das heißt, nach 7 Monaten habe ich mein Investment schon wieder zurück. Das nennt man ROI, Return of Investment. Und das ist eine sehr, sehr kurze, überschaubare Zeit, weil die meisten Sachen viel, viel länger benötigen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, wenn ich $5 am Tag kriege, 24 Stunden, 7 Tage die Woche lang, und das läuft ein ganzes Jahr, dann habe ich im Jahr $1.825 bei gleichbleibendem Bitcoin-Preis. Und wenn ich das, diese $1.825 im Jahr mal bis zum Jahr 2030 nehme, sind das 6 Jahre. Das heißt, 6 mal 1825 sind roundabout $11.000. So, das heißt, wenn der Dollarpreis des Bitcoins bei 60.000 wäre, noch im Jahr 2030, wovon man nicht ausgehen, aber ich sage es einfach mal, wenn der gleich bleiben würde, hätte ich dort $11.000. Hätte ich aber für $1.000 jetzt Bitcoin gekauft, habe es meiner Trust Wallet und wir sind wirklich in 6 Jahren noch bei 60.000, sind die $1.000 noch $1.000. So habe ich halt $11.000 draus gemacht und habe schon mal mein Geld verelffacht. Das heißt, das sind ja schon mal fast 2x im Jahr. Und das ist sehr interessant gewesen. Und deswegen haben wir das näher belichtet, weil wenn ich jetzt davon ausgehe, wir gehen nicht auf 1,5 Millionen, lass es mal 600.000 sein. Das heißt, das ist eine Verzehnfachung vom jetzigen Preis von 60.000 auf 600.000. Ja, dann wären halt die $1.000 in der Trust Wallet 10.000 und die durch das Bitbooster Mining 11.000 wären 110.000. Und 110.000 ist schon für viele Leute, ja, lebensverändernd, würde ich mal sagen. Und das ist halt ein Booster. Es gibt Leute, die haben noch mehr im Vertrieb. Das ist eine andere Geschichte. Es ging einfach bloß mal darauf hinaus aufzuzeigen, um wie viel es einfach mehr ist, wenn diese Technologie so permanent läuft, was sie einen generieren kann. Und das ist halt das, dieses passive Einkommen, was mich persönlich interessiert, jetzt nicht bloß bei diesem Projekt, sondern so wie es Robert Kiyosaki immer sagt, kauf dir Einkommen produzierende Assets. So, egal, ob das eine Eigentumswohnung ist, die, wenn du die vermietest, passiv Geld generiert, so ist es hier halt auch, weil Bitcoin Mining passiert 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und wenn ich daran mit partizipieren kann, verdiene ich genau in dieser Zeit auch dieses Geld. Auch wenn kein Device mehr weiterverkauft wird, okay, super, ich verdiene trotzdem an den Bitcoin Rewards jeden Tag das Geld. Und wenn es noch langfristig steigt, ist es natürlich hochinteressant. Und was man nicht vergessen darf, ist ja auch noch, im Jahr 2030, was sind dann noch $10.000? Was ist das überhaupt noch für eine Kaufkraft? Das ist dann mal noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Und naja, deshalb muss jeder gucken, wo tue ich ein bisschen hin diversifizieren und wo rein tue ich mein Geld praktisch sicher, meine Kaufkraft. So, und das Interessante ist, ich kann es halt jeden Tag auszahlen, macht allerdings wenig Sinn, weil wenn ich einen Booster habe und habe $5 am Tag, habe ich in 2 Tagen $10. Wenn ich jetzt eine Auszahlung mache und habe vielleicht in meine Wallet dort $8 Transaktionsgebühren, da kommen ja nur $2 an. Also macht es eigentlich mehr Sinn, so eine Auszahlung einmal im Monat zu machen, habe alles in meiner Wallet und erfreue mich über den hoffentlichen Wertzuwachs in den kommenden Monaten und Jahren. No? Und in Bezug auf Bitcoin, warum mich das so interessiert hat, ist, es gibt halt sehr viele Projekte draußen, die auch im Direktmarketing vertrieben werden, wo halt, ich sag mal, eine Zukunftsvision verkauft wird. Das heißt, in der Zukunft wird das und das gebaut, das und das errichtet werden. Wir werden so eine Community haben und wenn wir das gebaut haben, dann können die und die Leute das nutzen und dann wird der Token steigen. Aber das ist halt Zukunftsvision, wo man halt sich jetzt praktisch mit einkaufen kann, aber keiner weiß, wird das in der Zukunft auch so oder nicht. Und viele Projekte sind da halt schon, ja, gescheitert und ja, die Leute haben halt einfach ihr Geld verloren. Ne, weil halt aus dem Projekt nichts geworden ist. Und hier bekomme ich halt jeden Tag den Reward in Bitcoin. Bei anderen Projekten bekomme ich halt die Rewards in dem Token, der irgendwann mal was wert sein soll. Und das ist halt auch ein extremer Unterschied. Und naja, man muss es auch so sehen, dass der Bitcoin eigentlich das einzige dezentrale oder die dezentrale Kryptowährung ist, die es gibt, weil alle anderen sind zentral. Egal, ob das der große von Binance, ihr wisst, BNB, Coin ist, das heißt, es gibt überall einen CEO, der in den Mangel genommen werden kann. Es gibt überall eine Firmenanschrift, eine Adresse, wo halt auch die SEC hinterhergehen kann. Ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt. Okay, du bist jetzt eine Security und damit ist es anders eingestuft und klassifiziert und dann können sie im Worst-Case-Fall den Laden dicht machen. Bitcoin ist halt dezentral. Da gibt es niemanden, kein Geschäftsführer, wo sagen können, wir machen den Laden zu. Ne? Und das ist halt auch für viele so interessant. Deswegen sind halt auch sehr viele Bitcoin-Maximalisten, weil sie halt davon überzeugt sind, okay, das geht ewig so weiter.
Und keiner kann der Sache praktisch Herr und Leib werden. So, ich bin kein Bitcoin-Maximalist, sage ich auch, aber als Diversifizierung macht es mit Sicherheit Sinn, in meinen Augen, einen kleinen Teil seiner Assets auch da aufzubewahren. So, und deswegen ist diese Geschichte eigentlich viel interessanter, als Bitcoin normal zu kaufen und zu warten, dass halt der Preis steigt, weil wenn ich jeden Tag in Rewards bezahlt werden kann, ist das sehr interessant. Ne? Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin eigentlich kein Vertriebler, aber es gibt auch, und wenn du die nächste Folie machst, gibt es halt einen interessanten Marketingplan. Da werden halt 70%, das ist hier zusammengefasst, wird auch als Bitcoin generiert und ausgezahlt und 30% im USDT-Bereich. So, und mach mal bitte noch die nächste Folie. Das ist, wie gesagt, alles kann, nichts muss. Ich bin selber auch kein Vertriebler und ich mache das auch nicht, aber ich habe das, wie soll ich sagen, das Glück, dass ich einen sehr guten Freund habe, der Vertriebsprofi ist und dem habe ich das Geschäft einfach bei einer Angeltour vorgestellt und gesagt, hör zu, das ist geil, das machen wir und du kannst ja drüber sprechen und er hat mir halt dort Leute, die daran interessiert sind, A, Vertrieb zu machen oder als Kunden, einfach mit untergeschrieben. So, und das heißt, ohne dass ich jetzt selber irgendjemand da reingebracht habe, ist dort eine Struktur entstanden, eine Zweiermatrix, die sehr interessant ist, weil halt hier im Vordergrund steht, wenn der Kunde Geld verdient, dann partizipiert man an den Erträgen der Kunden und nicht an dem Geld, was der Kunde neu einzahlt. Das ist halt oftmals bei verschiedenen Projekten so. Es gibt ja zwar auch eine gewisse Abschlussprovision, aber wer das System verstanden hat und ein bisschen sich im Vertrieb auskennt, also ich kann Marketingpläne lesen und verstehe das auch, aber viele sind da halt, wie soll ich sagen, sehr Vertriebspartner unfreundlich gestaltet, wo halt verschiedene Kriterien dann nicht erfüllt sind mit Mindestumsatz oder 40% des stärksten Beines werden nur angerechnet oder wie auch immer solche Sachen, ist hier halt nicht, weil hier bei der Geschichte erreicht man die höchsten Ränge nur, indem man andere Leute auch mit erfolgreich macht. Und das ist das, was hier so in meinen Augen so fair abläuft, dass halt hier untereinander gebaut wurde und Leute, die gar nicht selber im Sponsoring tätig sind, so wie ich, jetzt eine Riesenstruktur schon unten drunter haben und wirklich an den Erträgen, nur wenn die Kunden Geld verdienen, an diesen Erträgen zu partizipieren. Und es gibt diese bekannte Aussage, ich habe lieber 1% von 100.000 Kunden als wie 10% von 100 Kunden. Und das ist halt hier der Fall, wo ich sage, das ist eine langfristige Geschichte, das ist nicht, nächste Woche bin ich Millionär, also das ist vollkommen falsch. Es gibt mit Sicherheit andere Systeme, wo man schneller im Vertrieb Geld verdienen kann, aber sowas steht für mich sowieso nicht im Vordergrund, sondern für mich steht im Vordergrund, dass der Kunde zufrieden ist. Und das heißt, Kunde, Schrägstrich Investor, sagt, okay, das ist für mich interessant und ich generiere hieraus Geld. Und wenn man daran noch beteiligt wird, dass der Kunde zufrieden ist, das finde ich halt eine interessante Sache. Und deswegen, ja, spreche ich jetzt hier halt drüber und teile die Erfahrungswerte, die ich hier gesammelt habe, in der kurzen Zeit, seitdem wir das Projekt hier halt begleiten. Ne? Also, das ist es eigentlich soweit knapp zusammengefasst. Ich könnte noch eine halbe Stunde über den Marketingplan sprechen, aber darum geht es nicht. Das ist vielleicht für Leute interessant, die im Vertrieb tätig werden wollen. Müsste man halt mal separat dann drüber sprechen, was da am meisten Sinn macht oder nicht. Nur hier ging es einfach nur mal darum, was ist die Erfahrung, die wir bis jetzt gemacht haben? Was ist die Recherche? Was haben wir für ein Bauchgefühl? Die Leute vor Ort etc. Und ja, das haben wir jetzt hier gerade geteilt. Und deswegen ist das eigentlich als Informationsweitergabe von meiner Seite hier soweit erledigt und wenn es Fragen gibt zu irgendwas, die ich vielleicht beantworten kann oder soll, dann würde ich das jetzt machen, wenn es das gibt. Okay, recht herzlichen Dank erstmal, Nico. Vielleicht noch Folgendes, bevor wir in die Fragestunde reingehen. Erstmal, ich finde das auch sehr gut, 25 Minuten oder 20 Minuten Vorstellung und wir können dann die Fragen beantworten. Vorher möchte ich euch noch gerne meinen Account zeigen, nicht um irgendwie was, ich sage jetzt mal, zu prahlen oder sonst was, sondern einfach, um zu zeigen, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir sprechen über das, was wir selbst machen. So. Und ich denke, jetzt sieht man meinen Account. Ich bin, das muss man sich mal vorstellen, seit 2. Mai hier dabei.
Der 2. Mai, heute ist der 15. Das sind noch nicht mal 2 Wochen. Und guck mal die Zahl hier oben an. Das ist meine Balance. 1246. Und die wird heute Abend wieder aktualisiert. Da sehe ich dann wieder eine neue Zahl dastehen. Also das ist für mich faszinierend. Ich muss natürlich sagen, ich habe 3 solche Bitbooster gekauft. Na, hier seht ihr das bei der 3, 3 aktiv. Bei dem einen oder anderen steht dann 1. Oder man kann ja auch Anteile erwerben. Man kann ja mit 100, also Sharing machen, mit 100 einsteigen. Ist alles möglich. Na, ihr entscheidet am Ende. So. Und ich will euch hier nur zeigen, wie es und dass es funktioniert. Vielleicht noch folgende Angabe hier. Details kann ich nicht zeigen aus ja, Datenschutzgründen. Das hat sich entwickelt. Ich habe 9 direkte Partner. Und aus denen heraus haben sich 267 weitere entwickelt. Das ist faszinierend. Na klar habe ich einen sehr starken dabei, aber auch andere, die nachziehen. Und das ist genau das, was der Nico in der letzten Folie gezeigt hat. Ich habe das Bestreben. Ich bin hier, das sieht man, Ranking 1 Star. Das heißt, ein Star bin ich ja, okay. Ich will die nächste Stufe 2 Star erreichen. So. Und dann versuche ich diejenigen aufzubauen und denen zu helfen, die dann auch die Stufe 1 Star. Ja? Einer ist schon dabei und ein zweiter ist schon im Nachrücken. Also fantastisch. So, hier sieht man vielleicht noch, das ist noch recht interessant, der Booster, die Hashrate, das wird aktualisiert. Kleinen Moment, jawohl, jetzt seht ihr das. So, und das ist genau das, was der Nico erzählt hat. Von dem Mario, der dort vor Ort war, sein Bitbooster rausgezogen hat. Da war das Null, so wie vorhin, vor 2, 3 Sekunden, dann wieder reingesteckt. Und jetzt seht ihr, das ist natürlich nicht starr, denn dann würde ich schon etwas ja, sagen, merkwürdig. Aber das ist genau das Mining-Ergebnis mit dieser Hashrate, ja, die ständig aktualisiert wird durch das Mining. So, gut. Damit denke ich, bin ich erstmal bei, ja, kleinen Moment, ich schalte mein Video noch dazu und wir sind jetzt mehr oder weniger unter uns und gerne eure Fragen. So, also dann einfach die Hand heben und dann schalten wir euch frei oder ihr könnt es selbst machen und dann geht's los. Dann beantworten wir die Fragen. Okay, gibt es Fragen? Wir müssen das aber auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Am Ende ist es so, ich bin mir darüber bewusst, Michael Mayer hat sich gemeldet, ganz winzig Moment noch, damit ich den Satz beenden kann. Ich bin mir bewusst, dass das, wer das erste Mal dieses Webinar hört, natürlich sehr anspruchsvoll ist. Da gibt es überhaupt keine Frage. Ja? Und es gibt aber parallel dazu, erstens eine Aufzeichnung vom vorhergehenden Webinar. Heute hier haben wir eine Aufzeichnung gemacht. Es gibt viele, viele Unterlagen. Es gibt PDFs. Es gibt Videos. Recherchiert dort einfach mal. Beziehungsweise geht an euren Sponsor ran, fragt den und der gibt euch die Hinweise. Selbstverständlich, wenn ihr mich kontaktiert, gebe ich euch die Hinweise. Wo steht was? Und dann kann man sich einfach mal eine Stunde vornehmen. Ja, und nicht jeder hat 19 Uhr Zeit, aber irgendwann hat er vielleicht mal Zeit und guckt sich da mal ein Video an. Ja? Okay, also Michael Mayer, bitte. Du müsstest auf dein Mikro klicken, links unten. Hallo? Jawohl, jetzt. Eine Frage zum rechten Spiel. Da klickt man auf die Deutschland von Lucky, nächste Telefonnummer. Und da kommt der +49. Wie trage ich denn meine Handynummer ein? 0176 oder 17? Mit 0. Es bleibt die 0. Es ist zwar relativ verwirrend, weil normalerweise wäre es ja +49 und dann geht Genau. es halt die Nummer 163 los, aber Ja. dort steht automatisch die 0163 mit dabei. Gleich vorab eine Info für die Registrierung für alle. Also man kann alles ändern. Das heißt, man kann die Telefonnummer ändern, man kann das Land ändern, man kann auch den Namen ändern. Was man nicht ändern kann, ist den Username und das Allerwichtigste, die E-Mail-Adresse. Also man sollte eine E-Mail-Adresse raussuchen für die Registrierung,
die halt auch permanent erreichbar ist, auf die man Zugriff hat. Verschiedene Anbieter wie zum Beispiel T-Online oder GMX sind eigentlich nicht zu empfehlen, weil halt oftmals Krypto-Projekte oftmals aussortiert werden und dann einfach E-Mails gar nicht weitergeleitet werden. Das heißt, wenn du einen OTP-Code empfangen willst, wird die E-Mail gar nicht weitergeleitet, automatisch gelöscht, funktioniert nicht. Was gut funktioniert, ist definitiv Gmail, was bei der großen Mehrheit immer genutzt wird. Das ist einfach nochmal so eine Empfehlung dahingehend. Und bei der Einzahlung kann ich da eine Cash-Einzahlung machen, also mit 10 Dollar, oder muss ich die 1000 Dollar auf einmal einzahlen? Du kannst doch $5 einzahlen. Siehst dann, dass $5 eingegangen sind und mit $5 oder $10 kannst du halt nicht anfangen. Ja, nur eine Cash-Einzahlung wegen. Ja, also man kann einzahlen mit USDT, mit ERC20, BEP20 und TRON20. So, und ich mache es immer, ich bin ein Fan von QR-Codes. Ich scanne dann den QR-Code ab und zahle das Geld einfach ein. Es gibt auch mittlerweile deutsche Videos für die Anmeldeprozedur, für die Einzahlungsprozedur und auch für den Kauf des Bitboosters, was, wenn man es noch nicht selber gemacht hat, relativ schwierig ist. Aber dafür gibt es ja, wie gesagt, deutsche Anleitungsvideos, die hervorragend erstellt worden sind von Philipp. Und ja, dann sieht man alles einwandfrei. Natürlich kann man dort auch mal $10 hinüberweisen, aber das wäre genau dasselbe, wenn ich von meiner Trust Wallet $10 zu Binance schicke, um zu gucken, ob es ankommt. Aber man kann das Ja. natürlich alles. Ne? Und der Username, was hat das so einen Hintergrund? Den kann ich frei wählen. Du kannst jetzt als Username, kannst du nehmen, was du willst. Du kannst, wenn du sagst, ich bin ein Fan von Donald Duck, dann schreib dort Donald Duck hin. So, und das heißt, bei der Konstellation, wie es bei mir ist, dass ich jetzt auch so viele Leute vom Rico drunter gebaut bekommen habe, obwohl ich, wie gesagt, ja kein Vertriebler bin, aber aufgrund des Marketingsplans das einfach Sinn macht, in einer Zweiermatrix das untereinander zu bauen, weil A, so partizipieren auch andere an den Umsätzen und B, nur wenn du andere in den nächsthöheren Rang bringst, kommst du halt auch in den nächsthöheren Rang. Und dort wirst du im Backoffice, das ist das, was der Sigi gezeigt hatte, gibt es noch einen Button, da kann man dort seine Downline sehen und sieht dann dort den Usernamen, nicht den richtigen Namen, in dem Fall wäre das dann Dagobert Duck und halt auch die E-Mail-Adresse. Plus, was hast du selber für Umsatz gemacht? Plus, was hast du mit dem Team für Umsatz gemacht? Weil so sieht man ganz genau, wen möchte ich jetzt hier unterstützen? Wo macht es am meisten Sinn? Weil, wenn ich denjenigen, wo ich sage, okay, der hat Potenzial, in den nächsthöheren Rang bringe, komme ich oben automatisch auch in den nächsthöheren. Das heißt, wenn man sehr viele Erstlinien gesetzt hat, jetzt aus marketingtechnischer Sicht, hast du halt sehr viel Kundenvolumen oder Vertriebspartnervolumen in der ersten Ebene, hast zwar einmal eine kleine Provision gekriegt, aber das wirklich Große, das geht dir halt praktisch verloren, weil die größte Beteiligung hast du natürlich, wenn du im höchsten Rang bist und die höchste Stufe erreicht hast. Und da brauchst du natürlich auch das Volumen gebündelt. Und auf diese Bündelung ist im Marketingplan abgezielt, das am besten in einer Zweiermatrix untereinander zu bauen. Und deswegen habe ich halt auch so viele Leute untereinander bekommen, weil Rico jetzt nicht 50 Erstlinien bei mir hingesetzt hat, sondern in die erste Ebene 2, in die nächste Ebene 4, in die nächste und so weiter und so weiter. Und daran partizipieren natürlich alle. Und diese Win-Win-Situation für alle, das ist das, was mir persönlich, meine persönliche Einschätzung hier so gefällt, dass halt hier dieses Weitergeben und Unterstützen ganz anders ist als wie bei vielen anderen Projekten, die ich kenne. Dann No? brauche ich aber den Referral-Link und den Partner. Und den Genau. finde ich auf der Struktur und auf Nein. dem. Man findet, man hat ja in der Situation, das nennt man Sponsor. Ich habe ja einen Sponsor, den man drunter geschrieben hat. Und in dem Fall, der Rico, gut, okay, der übernimmt das jetzt alles für mich. Aber in dem anderen Fall, wenn der Siegfried zum Beispiel dein Sponsor ist, so, und du bist jetzt bei ihm irgendwo in der vierten Ebene als Beispiel. Okay, er kennt dich mit eingeschrieben und sagt, du hör zu, ich habe hier noch jemanden. So, schick mir mal deinen Referral-Link. Und außerdem steht ja in der Struktur, also in dem Network-Baum, auch die E-Mail-Adresse drin. Das heißt, deswegen auch ganz wichtig, nicht bloß für den OTP, für den Auszahlungscode, die E-Mail-Adresse haben, sondern dann kann ich denjenigen auch anschreiben, wenn ich ihn nicht kenne, sagt hier, dort Ebene so und so viel über dir, du bist auch bei Bitharvest, schick mir bitte mal deinen Referral-Link, weil ich möchte dir noch jemanden unterbauen. Jetzt ist die Frage, machst du das oder machst du das nicht? Mit Das habe ich großer Wahrscheinlichkeit, bereit. weil du sagst, ist doch super, wenn der mir noch jemanden drunter baut, der dort auch Kunde ist oder Vertrieb macht, partizipiere ich ja davon. Und das ist Das habe ich gemeint. Ich muss den Referral-Link einfach von meinem Team.
Genau, du siehst das halt auch ganz genau. Das heißt, du siehst den Usernamen, du siehst die E-Mail-Adresse, du siehst das, was er Eigenumsatz gemacht hat, du siehst das, was er Direktumsatz in der ersten Linie gemacht hat und was das ganze Team hat. Und da siehst du ganz genau, okay, den müsste ich dort an der Stelle unterstützen, auch direkt kontaktieren und sagen, hör zu, schick mir bitte mal deinen Referral-Link, ich baue dir jemanden mit rein. Und da sagt natürlich niemand nein, weil ist doch super, wenn mir noch Leute untergebaut werden. Das heißt, man muss das nicht nur Zweier-Matrix machen, aber wenn man das System verstanden hat, dann macht das viel mehr Sinn. Das ist, wie gesagt, alles kann, nichts muss. No? Danke. Okay. Gibt es weitere Anfragen? Bitte durch Handzeichen dann sich hiermit einstellen. Okay. Wenn das nicht der Fall ist, dann beenden wir das Webinar. Dann bedanke ich mich noch ganz herzlich und wie ich das auch im letzten Mal gesagt habe, in der Woche werden wir das Webinar weitermachen. Und es gibt auch schon Hinweise, dass die Webinare an mehreren Tagen erfolgen, dann von weiteren Partnern gestaltet werden. Also ihr werdet versorgt mit Informationen. Keine Bedenken, wenn auch heute bei den einen oder anderen vielleicht Bahnhof im Vordergrund stand, werden wir euch helfen, das System, was ein hervorragendes System ist, so schnell als möglich zu Sigi? einfach inhalieren. Okay, Sigi, jetzt. Siegfried, was vielleicht noch Ja. so ein Hinweis wäre, für denjenigen, der sich dort wirklich interessiert, kann sich ja bei dir oder dem Sponsor melden und sich dann ganz einfach mit hinzufügen lassen zu dem WhatsApp- oder Telegram-BitHarvest-Kanal, weil dort sind ja auch noch ein paar Videos mit drin, auch in Bezug auf, wie funktioniert das mit der Anmeldung, weil das war jetzt ja gerade Richtig. die Frage, wie muss ich das mit der Telefonnummer machen und und. Da sind ja alle Videos mit eingestellt, wo man sich auch erstmal schlau machen kann und sagt, okay, so und so läuft es ab. Okay, habe ich verstanden, habe vielleicht noch die ein oder andere Frage. Aber so können die Leute natürlich auch viel mehr selber schon in Eigenregie recherchieren und das Notwendige tun, um für sich halt eine Entscheidung zu treffen, weil darum geht es ja. No? Richtig. Also den Genau. Kanal, den geben wir auf alle Fälle noch, oder den Chat. Gehen wir noch Telegram-Chat und so weiter. Das geben wir alles noch bekannt. Könnt ihr alles noch verfolgen. Okay, dann mache ich hier an der Stelle Schluss. Bedanke mich nochmal beim Nico, bei euch, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Das was geben wir dann für alle bekannt. Schönen Abend noch. Danke.